Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Animal Shelter, zum Tierheim-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja um die Tierklinik hier ein bisschen gekümmert. Das heißt, wir haben Tiere versorgt, denen geht es soweit alle gut, haben wieder erfolgreich Tiere vermittelt. Und in der heutigen Folge geht es mal wieder weiter. Ihr habt auch viele Tipps und Tricks geschrieben, zum Beispiel, dass man die Sachen alle auspacken kann. Hätte ich machen können, lassen wir erstmal so stehen. Und natürlich mit der Verteilung der Futternäpfe, dass das in dem Spiel nicht notwendig ist. Das ist richtig. Aber in der Realität habe ich mir sagen lassen, dass man das nicht durchaus machen soll. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal wieder ein paar neue Tiere und werden mal schauen, ob wir wieder neuen Tieren ein neues Zuhause geben müssen oder können. Ich soll mir ja auch die ganzen Meldungen hier mal so ein bisschen ein wenig genauer anschauen. Ne, hier sehen wir die ganzen E-Mails, die wir hier haben. Und ja, können wir mal gucken, wen wir denn da haben. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal Ivy, ne? Ein kleines Tierchen in einem Kanal gefunden. Oh Mann, das ist natürlich auch nicht so toll, ne? Wir nehmen das Tier mal auf. Ivy, ne? Ein süßes Kätzchen. Und werden weitere Reputationssterne freischalten, damit wir hier auch weiter ausbauen können. Ne? Wir warten mal auf die nächste süße Miezekatze. Oh, guck mal. Oh, da ist sie. Eine Mieze. So, Ivy sieht schlecht aus. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier in unserer Tierklinik um die Miezekatze. Packen die jetzt hier mal hin und gucken mal, was die denn hat. Ne? Haben wir da schon irgendwas? Ach, guck mal. Bedarf Pinzette. Haben wir schon eine Pinzette? Was hat die denn? Sehen wir da irgendwas? Nee, ne? Aber der geht's nicht so gut. Oder? Müssen wir die versorgen? Müssen wir die nicht versorgen? Ich weiß es nicht. Bedarf Pinzette. Wir gucken mal in unseren Shop. Ivy. Warnung bezüglich Tiere. Ivy sieht schlecht aus. Hier sehen wir noch mal Verlauf, wenn wir Tab drücken. Und ja, müssen mal kurz gucken, ob wir im Shop vielleicht irgendwas bekommen. Vielleicht nehme ich die erst noch mal hoch. Und lass die erst mal ein bisschen was futtern und bestellen dann gleich noch mal was. Ne? Per Drohne. Hier wird ja alles per Drohne geliefert. Guck mal, da oben haben wir so einen schicken Heißluftballon. Und ja, die packen wir jetzt erstmal hier in unsere ja, kleine, aber feine Box rein. Ne? Es ist zu trinken da, es ist Futter da, Katzenklo ist sauber. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn? Lern das Tier besser kennen, damit du die Eigenschaften aufdecken kannst. Mhm. Muss wohl behandelt werden. In der Klinik. Genau wie bei Menschen, Tiere lieben es, einen vollen Bauch zu haben. Sehr schön. So, erstmal futtern lassen. Das heißt, wir gucken mal oder nehmen noch ein weiteres Tier auf. Dann werden wir ein paar mehr Tiere haben, wo wir uns heute darum kümmern. Ne? Man kann hier natürlich die ganzen Fotos auch platzieren, habt ihr geschrieben. Ist natürlich alles richtig. So, wir gucken mal. Oh, wir haben nur noch Katzen. Miney, er ist dünn, zu dünn für sein Alter. Schnellstmöglich gefüttert werden. Nehmen wir mal dieses Tier auf. Das heißt, wir nehmen noch einen Hund mit dazu. Und kümmern uns jetzt erstmal darum, dass hier soweit alles ready ist. So, da kommt der nächste. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alles voll machen und uns dann nach und nach um die Tiere kümmern. Der hat auch so einen kleinen Verband oder sowas, ne? So, den packen wir mal hier rein. Zack. Sehr schön. Was hat er? Auch er muss behandelt werden in der Klinik. Da unten sehen wir es. Der braucht wahrscheinlich einen Verband oder so, ne? Gucken wir mal. So. Wir machen jetzt erstmal alle dementsprechenden Stelle oder halt, wie sagt man? Ja. Ach, guck mal, wir können nur dementsprechend drei aufnehmen, weil die anderen können wir, glaube ich, noch nicht versorgen. Weil dazu brauchen wir noch ausreichend Reputationspunkte. Ne? Guck mal, noch eine weitere Miezekatze. Katze, die will essen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Miezekatzen und kümmern uns dann darum. Blub. Der will essen. Sehr schön. Okay, gut. Ne? Da müssen wir uns kümmern und auch um den Hund. Hier können wir die Tiere auch waschen. Das ist natürlich auch wichtig. Und richtig. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Und werden mal eine Pinzette bestellen. Ne? Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Wir gehen mal in den Shop. Da ist er. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Arzneimittel. Eine Pinzette habe ich noch gar nicht. Zwei Stück.
Pflaster vielleicht noch. Blub. Verband haben wir, Tabletten haben wir, Spritzen, Augentropfen, Bestellung abschließen. Here we go. In 10 Sekunden ist das Ganze dann auch schon da. Das heißt, wir können uns gleich um die liebe Miezekatze kümmern. Ah, da kommt wieder eine neue Lieferung. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Wir nehmen mal eine Pinzette auf und werden uns gleich dann mal zu der Katze begeben und werden uns um die Miezekatze kümmern. Da ist sie. Gesundheitszustand nicht so dolle. Die nehmen wir mal auf. Zack. Und dann geht's ab in die Tierklinik hier. Ich finde das Spiel auf jeden Fall sehr cool gemacht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Was haben wir da? Die 8, die 9. Wo ist denn die Pizette jetzt hin? Auf die 6. So, finde den eingeklemmten Gegenstand. Wo ist der denn? Weitere Infos auf Q. Aha. Irgendwas. Huch. Irgendwas sehen wir. Ach, guck mal, da oben. Da ist irgendwas drin. Eine Zecke oder sowas. Ah, eine Zecke. Leg das Teil da rein. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, guck mal, geht's wieder gut. Sehr schön. Tipptopp. Das heißt, wir können die Katze auch wieder aufnehmen. Können jetzt mal ein bisschen mit der spielen. Wir müssen das, die Zecke dann wahrscheinlich gleich entsorgen. Und dann gucken wir einfach mal weiter, ne? Versucht das Tier woanders zu platzieren. Das ist richtig. So, die können wir einmal kurz hier so ein bisschen umlaufen lassen. Machen wir die Tür zu. Ne? Streicheln die nochmal ein bisschen. Eine feine Miezekatze. Der geht es auf jeden Fall schon mal gut. Die will auch noch ein bisschen bespaßt werden. Wo habe ich denn meinen Laser? Da, guck mal. Hallo, Miezekatze. Hier. Da, zack, zack, zack. Sehr schön. Die muss auch gleich noch ein bisschen was trinken. Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen Wasser einfüllen. Miau, miau. Sehr schön. Guck mal. Spielfaktor ist auf jeden Fall schon mal sehr groß. Und wir schalten jetzt gleich noch mal, denke ich mal, ein bisschen was frei. Weitere Eigenschaft. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, streicheln wir die noch mal. Sehr schön, sehr schön. So, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen was zu trinken, ne? Kümmern wir uns mal darum. Dann kümmern wir uns gleich um den Hund. Haben wir noch Wasser hier? Die ist doch eigentlich noch voll, ne? Machen wir die Tür mal zu. So, guckt mal hier. Mag Kinder, lustig, leise und hat einen vollen Bauch, ne? Fellzustand ist auf jeden Fall okay. Das passt. Kümmern wir uns mal um den Hund. Um den müssen wir uns ja auch kümmern. Ah, Gesundheit. Sich erleichtern möchte er auch noch. Das kann er gleich machen. Zack. Machen wir mal zu. Erstmal Hund versorgen und da können wir den ein bisschen Freilauf geben. Ein bisschen streicheln und so weiter. Und dann lübdert. So, wo haben wir den Verband denn? Haben wir irgendwo noch einen Verband? Ich guck mal gerade. Das ist mein Kaffee hier, den wir haben. Erinnert ein bisschen an Satisfactory, ne? So ein bisschen. Ich guck mal gerade. Haben wir irgendwo... Ist die Kamera? Nee, Mini sieht schlecht aus. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Nee, das auch nicht. Was haben wir denn hier? So, Kekse, Katzenstreu, nee. Shampoo. Wir brauchen eine Pinzette, ein Pflaster, auch nicht. Haben wir echt keinen Verband mehr? Das kann doch gar nicht sein. So, gucken wir noch mal. Haben wir echt keinen Verband da? Verband. Bestellen wir nochmal. So rum. Zu Warenkorb. Bestellung abschließen. Let's go. So, holen wir mal fix einen Verband hier. Der wird gleich schnell geliefert. Da ist er schon. Ja, dann gucken wir mal weiter hier, ne? So, den nehmen wir mal auf. Da können wir uns ein wenig um das Tier kümmern. Ach, guck mal, der braucht einen Verband. Der Süße. Sehr schön. Guck mal, jetzt geht es ihm gleich schon wieder besser, ne? Ja. So, der braucht Auslauf. Der muss nämlich dringend mal auf den Pott. So, dann setzen wir den mal ab hier. Und streicheln den nochmal ein bisschen.
ne, um ein bisschen mehr Zuneigung zu bekommen. Ne? Ach, herrlich. Sehr schön. So, was macht denn die andere Katze? Lass uns da mal ein bisschen schauen. Wir haben ja zwei Katzen, haben wir hier. Die Katze hat Hunger, aber nichts drin. Doch, ess doch was. Wieso isst denn die nix? Hunger, Durst. Lern das Tier besser kennen, ja. Bisschen streicheln. Warum isst sie denn nix? Was denn da schon wieder los? So, die können wir mal hier absetzen. Warum ist denn da nichts drin? Die ist doch gut. Die ist doch voll, die Schüssel. Oder? Stellen wir es mal da hin. Wollen wir noch mal ein bisschen mit der spielen, ne? Gucken wir mal. Wo habe ich den Laser? Auf der 7, ne? Guck mal hier. Ein bisschen spielen. Sehr schön. Aber warum hat die eigentlich Hunger, ey? Das verstehe ich wieder nicht. Manchmal sind die Sachen so ein bisschen schwierig. Komm her, komm her. Sehr gut. Oh, nee, das wollte ich nicht. Komm mal her hier. So. Der geht's gut. Sehr cool. Hebe hoch. So. Dann mal wieder rein hier. Katzenklo ist doch eigentlich alles drin, ne? Ja, mal ein bisschen was futtern, ne? Ah, jetzt. Okay, das war wahrscheinlich zu sehr in der Ecke. So, die Katze, die ist gut. Da machen wir gleich mal ein Foto von. Und können die dann direkt vermitteln. Ne? Mag auch Kinder. Sehr schön. Dann holen wir uns mal die Kamera hier. Wo ist sie? Auf die 4. So, komm her. Liebe Katze. Ach, guck mal. Eine süße Witzekatze. Sehr schön. Und mit dem Ausdruck können wir jetzt quasi direkt vermitteln, ne? So, die 4 können wir mal weglegen. So, dann haben wir die 6. Das ist das süße Foto. Einmal einscannen. Sehr gut. Und können die dann direkt vermitteln, ne? So, lass mal gucken hier. So. Ach, guck mal, wir können den Morris noch aufnehmen. Das können wir gleich auch noch machen. Hier haben wir die schönen Fotos. Und hier haben wir halt die Tiere, die wir bei uns drin haben, ne? Guck mal. Die Ivy, die haben wir schon für ready. Und, ach, guck mal, die Leute melden sich jetzt automatisch. Das ist ja cool. Müssen wir das gar nicht mehr machen. Ah. Finde ein neues Zuhause. Foto hochladen. Bam. Zack. Finde ein neues Zuhause. Vielen Dank. So, ach, guck mal. Ach, die suchen eine. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir uns mal um Mini kümmern. Mit dem müssen wir nämlich noch ein bisschen spielen. Wo ist er denn? Der Jute. Mini, grüße dir. Ach nee, der ist schon spielerisch ganz gut drauf. Dann machen wir auch nochmal von ihm ein Foto. Mini, komm mal her hier. Och, ein Feiner bist du. Ein Feiner. Sehr gut. So, würde ich sagen. Werfen mal ein Bällchen. Hallo, guck mal. Ball. Ah ja, gut. Der war mit links, ne? Da. Bring den Ball. Sehr schön. Sehr gut. So, den können wir wieder reinbringen. Den geht's soweit gut. Den können wir dann auch gleich vermitteln. Dann schauen wir mal. Wir haben auch das Foto nochmal einscannen. Und dann können wir den auch noch vermitteln. Es gibt auch Leute, die suchen halt Hunde, ne? Ist halt auch immer wichtig. So. Mini, weitere Informationen. Das sind die Eigenschaften. Aggressiv, ruhig und ein Nimmersatt. Okay, finde ein neues Zuhause. Hochladen, da ist er. Bam. Finde ein neues Zuhause. So, jetzt kümmern wir uns nochmal um die Fiona. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Und da vermitteln wir erstmal die Hunde und Katzen, bevor wir wieder neue aufnehmen. Ne? Das ist, glaube ich, immer ganz gut.
Wir können es auch gleich nochmal angucken, wenn dann Leute etwas suchen. Ach, guck mal, die ist auch. Fiona ist auch für ready, ne? Komm mal her hier. Komm her. So. Zack, von der machen wir auch nochmal ein Foto. Können wir ruhig hier rumlaufen lassen. So, sehr schön. Eine Miezekatze. Zack. Haben wir natürlich auch fertig. Und dann vermitteln wir die auch nochmal. Ja, und sorgen dann dafür, dass sie ein neues Zuhause findet. Ne? Dann müssen wir neue Reputation freischalten, damit wir weitere Freischaltungen quasi dann auch machen können. Ne? Da haben wir die 6. Einmal 1 geben, bitte. So, guck mal, für Ivy haben wir schon jemanden gefunden. Das ist schon mal sehr gut. So, eingescannt haben wir es. Finde ein neues Zuhause. Hochladen. Zack. Bam. Abfahrt. So, wen haben wir denn da? Für Ivy. Für die Katze. Weitere Informationen. Wir schicken mal unerwünscht dumm und langweilig. Weitere Informationen. Mag Kinder, lustig, leise. Mag Kinder, mutig, leise. Oh, guck mal, das ist doch gut. Ich würde sagen, ja, können wir machen, ne? So, sehr schön. Der neue Besitzer holt bald Ivy ab. Hätten jetzt vielleicht noch einen anderen vergleichen können, aber ich denke, das passt schon ganz gut. Dann holen wir mal Ivy einmal raus. Zack. Wo ist er denn? Der Ivy. Jetzt beide Katzen hier? Wo sind die Katzen hin? Null. Wo ist denn Ivy? Ivy! Wo bist du? Guck mal, die schläft. Okay. Nehmen wir die mal hoch. Ach, die laufen beide draußen rum. Ah ja. Katzenauflauf. Ach, das ist Ivy. Lul, ich hatte beide draußen. Ist natürlich auch toll. Das ist Ivy. So, neuer Besitzer. Und tschüss. So, Ivy ist weg. Kümmern wir uns mal darum. Ach, guck mal, Bedingungen. Ja, guck mal, das ist doch gut, oder? Boah, guck mal, Reputationspunkte, richtig viele. Sehr gut, ne? Tipptopp, mag Kinder. Gucken wir mal weiter. So, wen haben wir jetzt noch hier? Für Fiona. Weitere Infos. Leise und glücklich. Und Erwachsene ohne Kinder. Okay. Mhm. Fiona. Gucken wir mal. So, nicht schüchtern sein. Mhm. Ja, guck mal, leise, scheu. Ich bin also interessiert, bevor ich endgültig entscheide, ruhig, bla bla. Ja, schön, dann würde ich sagen, let's go, Fiona, auch vermittelt. Passt auch ganz gut. Holen wir die auch mal raus. Und dann passt das soweit, ne? So, komm mal mit hier. Kleine Miezekatze. Jo. Sehr schön. Dann haben wir die auch schon mal weg. Und tschüss. War schön mit dir. Und jetzt gucken wir nochmal wegen Mini. Wegen dem Hund. Gucken wir auch nochmal. Oh. Ah ja, guck mal, auch sehr viele Reputationspunkte. Herzlichen Glückwunsch. Eine weitere Reputationsstufe deines Tierheims erreicht. Okay. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. So, jetzt haben wir für Mini noch. Was hat der denn für Eigenschaften? Oh. Kinder im Haus. Nicht gut. Hier sollte auf die Eigenschaft des Tieres geachtet werden. Okay, also keine Kinder. Großes Haus. Kleine Katze im Haus. Hat Zeit. So, also da schon mal nicht jedes Tier mag Kinder. Genau, also das auf jeden Fall nicht. Mag Kinder. Mag Kinder. Hm. Kriegen wir nicht los, ne? Ist auf jeden Fall nicht so toll, ne? Hm.
Vielleicht sollen wir nochmal... Ach, das ist ja ein Hund, ne? Lul, wir müssen hier gucken. Stimmt. Ah, guck mal hier. Das ist gut. Jep. Das passt, glaube ich, ganz gut. Die können wir mal uns aufbewahren. Und da müssen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge dann hier ein bisschen uns wieder ja, um den Ausbau kümmern. Ne? Die Aufgaben, ihr seht das. Das heißt, weitere Aufgaben haben wir dort. So, den Hund haben wir auch erfolgreich vermittelt. Sehr schön. Wieder ein glücklicher Hund. Mach gut. Und ja, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen gucken. Ja, war jetzt nicht so toll. Aber es war regional, ne? Das war schon mal nicht verkehrt. So, jetzt haben wir hier wieder alles leer. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Wasser hier auffüllen. Zack. Dann Futter. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, noch alles gefüllt, ne? Sehr schön. Haben wir hier noch alles drin? Ja, da haben wir noch alles. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir irgendwo ein Häufchen hier rumliegen? Ich guck mal gerade. Nicht, dass wir hier vielleicht irgendwie was aufräumen müssen oder so. Nö. Hier sieht alles soweit gut aus. Tipptopp. Gucken wir hier auch nochmal. Da brauchen wir auch nochmal ein bisschen Wässerchen hier. Ne? Guck mal, ist nämlich fast leer. Und wir brauchen Katzenfutter, ne? Zack, sehr gut. Und da müssen wir einmal hier ein bisschen die Toilette sauber machen. Was haben wir denn hier? Ah ne, wir brauchen erstmal diese Geschichte hier wieder, ne? Nimm eine Beutel. Dispenserbeutel. Machen wir mal sauber. Lup. Und weg. Dann brauchen wir einmal die 8. Das gute Katzenstreu nochmal auffüllen. Sehr gut. So, das schmeißen wir mal weg hier, den Hundebeutel. Da haben wir doch irgendwo hier unseren Mülleimer, ne? Wo ist er denn? Ach, da. So, und tschüss. So, gucken wir in dem anderen auch nochmal rein. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, ne, soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zum Tierheim-Simulator, also Animal Shelter. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich, ach guck mal, da können wir es sogar reinpacken, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Ja, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu, wie ihr das Spiel findet. Also ich finde es nach wie vor sehr cute und sehr süß. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Ne? Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.